So, ich wollte euch heute zeigen, wie man ein Tragetuch ganz einfach und schnell bindet. Zunächst müsst ihr erstmal die Mitte finden von eurem Tuch. Die meisten Tücher haben auch in der Mitte eine Markierung. Meins jetzt nicht, aber hier ist die Mitte. Dann legt man dieses Tuch einfach um den Bauch hier rum. Geht nach hinten, hinten überkreuzt man es und macht das Kreuz am besten auch nicht zu tief. Dass es halt über beide Schultern liegt. Genau, wenn das Kreuz so ruhig hoch oder in der Mitte des Rückens ist, dann ist die Belastung auch ganz gut, wenn es tiefer ist. Dann geht es nachher mehr auf den Rücken. Und hier würde ich das auch schön breit raffen. Ihr könnt es zusammenlegen, dass es auch möglichst nicht verdreht ist. Und dann nehmt ihr dieses Ende und steckt es hier drunter. Und genauso macht ihr das auch mit der anderen Seite. Und überkreuzt es auch nochmal. Dass quasi die Seite hier rauskommt und die hier. Und dann geht ihr nach hinten, überkreuzt es nochmal und bindet es dann entweder hinten oder an der Seite hier fest. So. Und ich würde hier auch nicht zu viel Platz lassen. Lieber etwas enger, damit das Kind auch nicht zu tief, zu locker sitzt. Man kann es auch nachher, wenn es zu locker sein sollte, noch ein bisschen fester ziehen. Aber so schnappt man sich dann das Kind. Ich habe hier mein Vorzeigebaby. Die Fiona. Hallo. Und dann steckt man das Kind hier so rein. Einmal auf die andere Seite. Zack. Und jetzt macht man das hier, breitet man so ein bisschen aus, dass es über den ganzen Popo ist, ruhig hier bis zu den Knien. Das Kind könnt ihr dann auch schön hier einpacken. So, und auch an der Schulter würde ich darauf achten, dass das hier nicht zu dünn ist. So verteilt sich das Gewicht besser. Wenn ihr das hier, das Tuch so dünn habt, dann geht es auch mehr auf die Schultern und in den Nacken. Genau, das macht ihr hier auf der anderen Seite auch nochmal. Dass es wirklich einmal von der Seite zu der Seite rüber geht. So. Und dann merkt ihr schon, sitzt es schon ganz fest. Man könnte jetzt, wenn man geht, das Gefühl hat, es sitzt zu locker, kann man nochmal hier ziehen. Und es auch noch mal ein bisschen fester binden. Aber meistens hat man nach ein paar Mal schon den Dreh raus und kriegt das gut hin. Und jetzt nehmt ihr noch das Mittelstück, was ihr zuerst über den Bauch gelegt habt, und zieht so rüber. So, und gestern hatte mir sogar über Instagram auch noch eine geschrieben, die Trageberaterin ist, und sie hat gesagt, dass ich das schon richtig gut gemacht habe und worauf ich nur achten soll, dass die Füße immer rausgucken, weil ich hatte es, glaube ich, bei der Insta-Story erstmal so gezeigt, die Füße reingesteckt, aber die sollen wohl immer rausgucken. Ja, und jetzt ist Fiona da schon relativ fest. Sie kann schon richtig gut ihr Köpfchen halten. Deswegen guckt sie mich auch gerne an. Aber wenn sie nachher schläft, dann lege ich das Köpfchen so vorsichtig rein und ziehe das Handtuch auch noch, das Tragetuch auch noch hier rüber. Ja. Und dann ist der Kopf gestützt. Also es ist wirklich super einfach und ich liebe es, die Fiona zu tragen. Da ist sie einfach so schön nah an mir und ja, sie hat es auch total gerne. Also wir gehen fast nur noch mit dem Tragetuch spazieren. Und ja, auf jeden Fall ist das
nur meine Art, wie ich es mache. Ihr müsst es nicht so machen, ihr könnt es machen. Es ist auf jeden Fall super einfach zu binden. Und was ich auch noch sagen wollte, ich ersetze natürlich keine Trageberatung. Das ist nur, ja, einfach mal habe ich euch gezeigt, wie ich es mache. Und es bleibt euch überlassen. Ich empfehle trotzdem, wenn ihr euch unsicher seid, holt euch vorher eine Trageberatung. Ob mit Tuch oder Trage, die zeigen euch dann nochmal richtig, wie es geht. Ja, aber so kann ich guten Gewissens sagen, dass ich das jetzt auch so richtig gebunden habe. Vor allen Dingen dank dem Feedback der Trageberaterin, die mir gestern noch geschrieben hat. Die Fiona. Und Tobi ist ja auch Physiotherapeut. Dadurch hat er auch schon ein bisschen Ahnung und sagt auch, dass es so gut wie Fiona da drin sitzt. Da braucht man sich keine Sorgen um die Wirbel, um den Rücken, um die Hüfte zu machen. Da kann nichts passieren. Viel Spaß beim Tragen. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr es gerne teilen, liken, einen Daumen oben lassen, ja, kommentieren, was auch immer. Dürft mir natürlich auch Kritik in die Kommentare schreiben.